Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich glaube, ich drehe mal wieder um und gehe heute mal aufs Feld. Ja, also in diesem Video möchte ich euch jetzt primär erstmal ein herzliches Dankeschön aussprechen fürs Zuschauen, fürs mir die Treue halten, besonders für Letzteres. Also herzlich willkommen an die neuen Zuschauer. Das ist natürlich toll, dass ihr jetzt auch noch dabei seid und hinzugekommen seid. Und ich weiß auch, dass ich schon einige neue Zuschauer habe, die mir das auch mitgeteilt haben, die jetzt gerade fleißig dabei sind, zu versuchen, alles anzugucken. Seid ihr wahnsinnig. ich weiß nicht, komischerweise gibt es keine Statistik bei YouTube, die mir sagt, wie lange meine Videos insgesamt gehen. Also wenn eine Person alles angucken möchte. Aber ich schätze mal, bei so irgendwas zwischen 1 und 2 Stunden pro Woche und da ich jetzt schon ein paar Wochen was hochlade, also ich glaube, im Walching ist man da schon beschäftigt. Ich habe neulich mal auf meine Statistik geguckt und da stand drauf, dass mittlerweile 1,8 Millionen, irgendwas Minuten Abspielzeit auf meinem Kanal drauf ist. Das heißt, die Menschheit, vermutlich die deutschsprachige Menschheit, hat inzwischen 3,5 Jahre umgerechnet, damit zugebracht, meine Videos zu gucken. Das finde ich jetzt schon ein wenig beeindruckend, muss ich sagen. Da ist mir ein bisschen der Unterkiefer runtergeplumpst, als ich das gesehen habe. Heidenei, ihr seid doch wahnsinnig. Manchmal denke ich mich, frage ich mich, würde ich mir sowas selber anschauen, was ich da produziert habe? Aber ja gut, ihr tut es offensichtlich. Ja gut, weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Ich habe mir ja alles selber angeschaut. Das bleibt einem ja nichts anderes übrig, wenn man das Zeug schneiden muss. Uiuiuiui. Also wirklich herzlichen Dank, dass ihr mir da die Treue haltet, mein Zeug guckt. Mir hin und wieder auch mal ein Däumelchen nach oben hinterlasst oder auch mal ein Däumelchen nach unten, wenn euch was nicht gepasst hat. Wobei ich mir dafür jetzt nicht wirklich dankbar bin. Also ganz ehrlich, nee. Aber Kommentare sind natürlich auch noch besonders toll. Und Verbesserungsvorschläge freuen mich auch immer. Und nach wie vor bin ich richtig begeistert, wenn einer von euch eine Frage hat oder eine Themenidee zu einem schönen Video. Also sprich eine komplexe Frage à la, wie ist denn das mit dem Luchs? Das kann ich natürlich jetzt als Kommentar so nicht beantworten. Und dann gibt es halt eben entsprechend ein Video. Manche Sachen kann man auch als Kommentar beantworten. Fragen habe ich immer am liebsten. Also wenn ihr Fragen habt, immer schön fragen. Sagen wir, ich habe Fragen am zweitliebsten. Lob mag ich noch lieber. Oh, ja, ich bin auch nur ein Mensch. Ach ja. Nochmal ein Spezialdankeschön für die Leute, die mir wirklich schon lange die Treue halten. Das mag, ist natürlich besonders toll. Da habe ich ja schon wirklich den einen oder anderen Zuschauer, der schon lange dabei ist und lange mein Zeug guckt. Und inzwischen gibt es sogar ein paar Leute, die wirklich schon alles gesehen haben. Also das, heieieiei, oder zumindest fast alles. Wie gesagt, ich würde es mir auch nicht alles angucken. Heieiei. Ja, vielleicht interessiert euch noch ein bisschen meine Kanalstatistik. Nach wie vor ist mein Durchschnittszuschauer so irgendwas zwischen, ich glaube, 26 und 42. Also so das allergrößte Häufchen an Zuschauern befindet sich so irgendwo in dem Alter. Die kommen überwiegend aus Deutschland. Ich habe aber auch einen durchaus vorhandenen Anteil von jeweils etwa 10% aus der Schweiz und aus Österreich. Auch in die Schweiz und nach Österreich ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Das freut mich auch besonders. Dann gibt es noch ein paar Niederländer, die offensichtlich Deutsch verstehen. Und ja, der Rest ist so Kleinkram. Ich habe auch noch den einen oder anderen Zuschauer in allen möglichen Ländern, aber das sind dann nicht mehr viele. Und ich frage mich, wie viele dieser Aufrufe, die von da kommen, nicht aus Versehen irgendwie passiert sind. Wobei ich das irgendwie nicht verstehen kann, weil meine Thumbnails, also diese Vorschaubildchen, bevor man aufs Video draufklickt, ja jedes Mal mehr oder weniger meine Fratze enthalten. Und wieso klickt da jemand freiwillig drauf, wenn er nicht weiß, was einen erwartet? Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Zumal, wenn man kein Deutsch versteht, dann kann man ja auch nicht lesen, was da steht. Da steht ja auch meistens noch was. Ja, Rätsel. Rätsel in der Finsternis.
Ja dann, liebe Mitmänner, wir sind nicht mehr ganz so sehr unter uns, wie wir das bisher waren. Es gibt jetzt 1% mehr Zuschauerinnen. Wir sind nur noch zu 95% Männer. Demzufolge werde ich, glaube ich, meine Frauenwitze ein ganz winzig kleines bisschen reduzieren. Nein, doch nicht. Aber trotzdem, mich freut's. Ist ja doch auch eher ungewöhnliches Hobby, was ich hier verbreite für Frauen, beziehungsweise ich glaube, ich hätte damals meinen Kanal auch irgendwie ein bisschen mehr in Richtung Waldwissen oder sowas benennen sollen, weil doch auch einige Zuschauer vor allem deswegen zugucken, weil sie dann doch der forstwissenschaftliche Hintergrund interessiert und die Hintergrundinfos zum Wald und jetzt gar nicht so sehr es sich bei den Zuschauern eben jetzt um speziell Bushcrafter handelt. Das ist natürlich auch okay, habe ich absolut nichts dagegen. Und eigentlich ist mir das ja fast schon wieder ein bisschen lieber, in Anführungszeichen. Ist natürlich ein großes, großes Lob für mich, dass ich diesen trockenen Stoff, den ich euch teilweise erzähle, scheinbar doch irgendwie auf eine Art und Weise rüberbringen kann, die trotzdem noch unterhaltsam ist. Und das freut mich deshalb besonders. Jetzt krieg ich gleich Ärger, muss ich leider meine Professoren ein kleines bisschen kritisieren, weil die konnten das in der Regel meistens jetzt nicht so gut. Da musste man schon unglaublich interessant finden, was sie erzählen, um nicht einzuschlafen. Demzufolge, ja. Wobei schon Leute bei meinen Videos eingeschlafen sein sollen. Ich empfehle übrigens 3 Stunden Ben-Videos jeden Abend, dann könnt ihr auch gut schlafen. Ja, also ihr merkt, das ist ein reines dummes Gelaber-Video, erfüllt keinen größeren Zweck, außer nochmal wirklich herzlichen Dank fürs mir die Treue halten, fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr. Es ist wahnsinnig motivierend, dass mein Kanal jetzt schon so groß in Anführungszeichen ist. Ich habe die Hoffnung, dass es bald 3000 Abonnenten werden und ich habe die Hoffnung, dass es auch noch mehr werden. Ich konnte mir am Anfang nie vorstellen, dass ich mal mehr als 2000 kriege. So 2000 habe ich gedacht, irgendwann hast du vielleicht mal 2000. Das wäre doch schön. 2000 Leute, das sind doch richtig, richtig viele. Ich habe das noch nicht so ganz realisiert. Wirklich nicht. Bei 100 war ich schon aus dem Häuschen. Oh, 100 Leute, boah, Wahnsinn. Das ist alles ein bisschen krass. Frag mich, wann der Schluss ist. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass es noch viele Leute gibt, die mein Zeug interessiert. Ich habe mir... Es kann doch nicht so viele Leute in der Bundesrepublik geben, oder in der Schweiz oder in Österreich, die meinen Krempel wirklich interessant finden. Da muss doch jetzt dann irgendwann mal die Grenze erreicht sein, wo der Schluss ist. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, jetzt habe ich genug Danke gesagt. Folgendes. Wer schon länger zuschaut, hat vielleicht mitbekommen, dass ich ursprünglich mal vorhatte, demnächst noch mal eine Tour zu machen. Und da ihr jetzt so viele seid und das dringend überfällig ist, weil ich es ja eigentlich bei 2000 Abonnenten vorhatte, machen wir das jetzt auch. Und zwar, jetzt habe ich keinen Kalender dabei und weiß das genaue Datum nicht, aber voraussichtlich am 1. Märzwochenende. Und zwar Ort Lüneburger Heide, also da drumrum, beziehungsweise übernachten drumrum, spazieren gehen drin. Hintergrund ist, da haben mein Vater und auch mein Großvater ziemlich viel geforscht damals und ich persönlich war da noch nie, zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Ich war da schon, aber da war ich irgendwo da unten so größenmäßig, also ganz weit da unten. Demzufolge kenne ich die Gegend nicht mehr. Ich habe einige Theorien, die ich danach gucken möchte, wie es da so ausschaut und so weiter und so fort. So ein paar Dinge, die ich da in Anführungszeichen auch untersuchen möchte. Also ich hole da jetzt nicht das Reagenzglas raus und nehme Bodenproben oder ähnliches. Also das jetzt auch wieder nicht. Aber da gibt es wirklich vieles, was ich mir anschauen möchte und kann dann denjenigen, die mich da begleiten wollen, auch einiges Spezielles zu solchen Landschaften wie der Lüneburger Heide erzählen. Also Landschaften, die menschbedingt nicht Wald sind, trotzdem aber als wunderbarer Naturraum gelten. Das kann man nämlich schön kontrovers betrachten und ich bin da selber mit mir selber noch unschlüssig, was da meine Meinung dazu eigentlich ist. Noch ein Grund mehr, weshalb ich da jetzt mal hin muss und mir sowas nochmal ganz ausführlich und in Ruhe angucken. Und auch wenn ich da noch nie war, kann ich euch da wirklich einiges zu erzählen, natürlich auch zu den Wäldern drumherum. Und ja, im Gegensatz zur letzten Tour
wollte ich jetzt bei dieser kommenden Tour, die Männer im Wald Tour 2, ein bisschen mehr den Fokus auf einen gewissen Exkursionscharakter legen. Die letzte Tour war ja einfach, ein paar Männer treffen sich und gehen wandern. War ja auch lustig, aber ja, ich möchte einfach noch ein bisschen mehr, wirklich da ein bisschen einen Exkursionscharakter reinkriegen, dass das, klar, wir gehen natürlich auch wandern um des Wanderns willen, aber dass da noch ein bisschen mehr, ja, so Führungscharakter reinkommt. Primär, weil ich will das üben. Guter Forstwissenschaftler muss sowas können. Und deshalb habe ich gedacht, ja, verbinden wir doch das Angenehme mit dem Nützlichen und machen da so ein bisschen expeditionshafte Führung draus. Wie gesagt, ich war da ja noch nicht. Ich werde aber diesmal mir eine Route zurechtlegen. Also auf der Karte zumindest. Ich werde die auch nicht vorher ablaufen können, dafür fehlt mir die Zeit. Und dann wissen wir, wo wir lang wollen und können dann gemeinsam ein bisschen orientieren, wo es denn weitergeht und was es da unterwegs so zu sehen gibt. Und dann werde ich auch ziemlich viel erzählen unterwegs, was mir da so alles einfällt. Beziehungsweise ein paar Sachen bereite ich mir natürlich auch vor. Und an den entsprechenden Punkten, die wir garantiert finden werden, zumindest wenn wir eine Schaufel dabei haben, werde ich dann noch ein bisschen detaillierter auf einiges eingehen. Grober Schwerpunkt, erstens Naturschutzpolitik. Was ist jetzt eben mit so einem Naturraum, der eigentlich anthropogen ist? Weil diese Heide wäre keine Heide, eigentlich wäre es Wald, wurde aber so lange ja übernutzt durch Beweidung, dass es jetzt eben diese Heide ist und es sehr lange dauern würde, bis da ein Wald aufkommt. Wie ist das zu verstehen? Was sind da die Hintergründe? Dazu können wir wirklich viel diskutieren. Darüber kann man wirklich ganz, ganz lange auch reden, als Dialog vor allen Dingen. Deshalb ist das was ich besonders gerne eben mit euch persönlich besprechen möchte, wenn ihr da Lust habt, mitzukommen und auch mal einfach wissen, was ihr da für eine Meinung zu habt, nachdem ich euch ein paar Dinge erklärt habe. Und ja, also das wird mir wirklich großen Spaß machen. Und zweiter Schwerpunkt ist Bodenkunde. Ich habe jetzt in meinen Videos da auch noch wenig zu gesagt. Es wird auch irgendwann mal noch ein paar Bodenkunde-Videos geben. Das ist schon, Bodenkunde ist was Spezielles. Muss man mögen. Das ist so eins der trockensten Fächer in der Naturwissenschaft, die es so gibt. Vielleicht mal abgesehen von Quantenphysik. Oh Gott, da habe ich keine Ahnung von. Das muss man schon wirklich mögen. Ja, also man hockt da, wenn man eine bodenkundliche Exkursion macht, dann hockt man quasi 5-6 Stunden vor einer Wand aus Dreck und diskutiert über diese Wand aus Dreck und kratzt sich ein bisschen Dreck ab und nimmt den in die Hand und dreht Würstchen draus. Ja, macht man wirklich. Oder schlägt dran und nimmt ihn zwischen die Zähne, um zu gucken, ob Feinsand drin enthalten ist und solche Späße. Also ich persönlich mag Bodenkunde. Bodenkunde ist auch eine enorm wichtige Wissenschaft. Der Wert von Boden, die Bedeutung von Boden wird allgemein enorm unterschätzt. Ja, und dazu habe ich bisher noch viel zu wenig erzählt. Und das würde dann auch Schwerpunkt Nummer 2 sein bei der nächsten Tour. So viel dazu zum Organisatorischen. Ich weiß noch nicht, wo exakt das Ganze stattfinden wird. Das muss ich noch planen. Aber so riesig ist das Areal jetzt nicht. Also wenn ihr die eine Ecke erreichen könnt, könnt ihr die andere Ecke vielleicht auch erreichen. Daher, ich würde mich über jeden freuen, der mitkommt. Allerdings macht das keinen Sinn, wenn wir da zu 100 rumrennen. Oh Gott, 100 Leute wollen eh nicht mit, aber auch zu 20 macht es keinen Sinn. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Und ich werde auch nicht viel filmen dabei, weil mir ist wichtig, dass die Touren dann tatsächlich für diejenigen sind, die da mit sind. Und die Daheimgebliebenen kriegen dann videotechnisch bloß so einen kleinen Ausschnitt, damit sie wissen, was sie verpasst haben. Ich bin böse. Also so ist das gedacht. Und zur Anmeldung. Schreibt jetzt mir bitte keine Mail, beziehungsweise könnt ihr schon machen, aber die ignoriere ich dann, sofern sie eine Anmeldung enthält. Sondern dieses Video ist jetzt so gedacht, dass ihr jetzt wisst, dass nächste Woche, in einer unbestimmten Zeit, ungefähr in einer Woche, an einem Tag, an dem ich möglicherweise auf die Idee kommen könnte, meine Videos hochzuladen, zu einer Uhrzeit, zu der meine Videos gelegentlich hin und wieder mal hochgeladen sind, könnte es ein Video geben, das noch ein paar Details zur Tour enthält und die neue, zu diesem Zweck dann angelegte E-Mail-Adresse, in der dann auch drin steht, an die ihr mir eine Mail schreiben könnt, mit der ihr dann offiziell angemeldet seid.
Das heißt, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, euch zu überlegen, ob ihr da mit wollt, ob euch der Termin so ganz grob passt und der Ort jetzt nicht allzu weit weg ist von euch daheim. Oder ihr Bock habt, eine Odyssee durch Deutschland zu unternehmen. Also wir hatten ja auf der letzten Tour tatsächlich einen Österreicher, der bis in die Pfalz gefahren ist. Also falls jemand nochmal sowas unternehmen möchte, wegen mir gerne, aber ihr seid doch alle wahnsinnig. Also Botschaft ist hoffentlich angekommen. Wer unbedingt mit will, muss dann halt in Gottes Name nächste Woche auf das entsprechende Video warten und dann möglichst flott mir eine Mail schreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt vielleicht doch ein paar mehr Interessenten gibt, als das bei der ersten Tour der Fall war. Daher, also wenn ihr unbedingt mit wollt, müsst ihr euch halt beeilen. Und wenn ihr nicht unbedingt mit wollt, dann braucht ihr euch vielleicht auch nicht beeilen. Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele jetzt da mit wollen. Tendenziell bei plus 1700 Abonnenten im Vergleich zur letzten Tour könnte es ja vielleicht ein bisschen mehr sein. Das ist halt einfach so meine zugrunde liegende Theorie. Und ich weiß auch nicht, ob an diesem Ort bzw. in der Nähe der Lüneburger Heide nicht unter Umständen ein paar mehr Leute hocken, die potenziell Lust hätten auf eine Tour, als es Leute gab, die Lust hatten, in die Pfalz zu kommen, zwecks Tour. Ihr seht, ich labere und labere und labere und es wird natürlich mal wieder dunkel. Und jetzt habe ich eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Genaues Konzept zur Tour werde ich halt eben im Laufe der nächsten Woche ausarbeiten. Und nächste Woche gibt es vielleicht ein bisschen weniger Videos, weil ich in Bayern bin. Und weiß nicht, inwiefern ich da jetzt dazu komme, dass ich dann da noch großartig viel Videos drehe. Habe ein bisschen was vorproduziert. Man muss mal schauen, wie ich hinkomme. Je nachdem. Und was die Frauen von mir wollen und so weiter. Macht's gut!